Ich habe heute Einblicke aus der Safari-Zone Sentosa mit im Gepäck, samt Gameplay, Shinies und allem drum und dran. Ein paar Freunde von mir sind dort und haben mir freundlicherweise Material zukommen lassen. Außerdem startet Niantic eine Kampagne namens Hashtag Niantic Live 2020, wo eventuell eine Safari-Zone oder so ein Live-Event mal nach Wien, Berlin, Köln, Leipzig, wohin auch immer kommen könnte. Wie, wo, was, wann? Die Antwort gibt es dann. Und zwar in diesem Video. Also, besonderer Dank an zwei Personen, nämlich Andy im Spiel Scarjo und an den Wolfi. Die haben mir hier alles zugeschickt und ich kann das jetzt, ich meine PewDiePie kann das jetzt zusammenschneiden. Ja, und da kommen wieder Erinnerungen auf und ich freue mich schon auf dieses Jahr mit den ganzen Events. Ich war ja auch schon auf einigen Safari-Zonen und man muss einfach sagen, die werden von Event zu Event noch besser. Niantic sammelt Erfahrungen, lernt daraus und ja, wer hier Tickets für das Pokémon Go Fest und so buchen möchte oder schon gebucht hat, das soll noch so ein kleiner, ja, so ein bisschen Hype-Material sein, wo man sich dann auf den Sommer so richtig freuen kann. Das sieht einfach nur genial aus, wie es dort, ja, so in Sentosa abging. Jetzt gerade, wo ich spreche, ist der erste Tag der Safari-Zone vorbei. Die hatten eben Tickets für den ersten Tag, was mir Andy schon geschrieben hat. Die haben so krass gespielt, dort sind so viele Spawns. Also vierstellige Pokémon fängt man da. Shinies ohne Ende. 160 Tropios habe ich gelesen. Er hat 280 Eier ausgebrütet. Genau, man benötigt einen QR-Code, wie immer, den löst man ein. Danach ploppt alles auf und man kann dort losfangen. Shiny Potrot, das Ding war schon angekündigt, aber dabei blieb es nicht. Niantic hat Shiny Lapras auch eingeführt. Noch nicht weltweit, keine Ahnung wann das kommen wird, aber vor Ort gab es und gibt es jetzt noch immer in den kommenden Tagen in Sentosa für alle Ticketbesitzer ein Shiny Lapras, wenn man Glück hat. Weitere Event-Spawns waren zum Beispiel Dratini, kann es natürlich auch in Shiny geben, und Incognito, nämlich Sentosa, Rufzeichen. Ansonsten, wenn wir uns mal hier ein Bild von der Karte ansehen, der Map Guide, da sind Check-in-Area, ist da eingezeichnet, dann ein aufgeblasenes oder aufblasbares Lapras. Da steht so, also das sieht einfach genial aus. Da habe ich schon ganz viele AR-Bilder von einem Shiny Lapras mit dem aufgeblasenen Lapras im Hintergrund gesehen. Dann gibt es eine Meet-and-Greet-Area. Moment, da wurde mir auch ein Foto zugeschickt. Genau, hier Pikachu Meet-and-Greet hat man beim Palawan Beach und Tanjong Beach. Habe ich jetzt bestimmt beide falsch ausgesprochen. 30 Minuten pro Session. Ja, das sieht schon spaßig aus. Dann sind ganz viele Pokémon aufgestellt, so kleine Pappfiguren. Also Fotomotive, entweder mit einer Person oder man spielt sich mit dem Go-Schnappschuss-Modus. Es gab selbstverständlich wieder die Teamzelte überall aufgebaut. Und im Allgemeinen einfach eine geniale Kulisse, auch mit dem Hintergrund. Und temperaturenmäßig hat es auch relativ warm ausgesehen, sage ich jetzt mal. Genau. Also, was haben wir denn noch? Es ist so viel, ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen soll. Dann gibt es ein Bild, wo die drei legendären Raubkatzen sind, mit dem Logo von Sentosa, the State of Fun. Pokestop-mäßig, wenn ich mir das dort ansehe, hier im Video ein bisschen, auch extrem krass, also ohne Ende Pokestops. Es gab sogar welche mit den Team-Logos. Ist natürlich ganz genial für Geschenke zum Verschicken. Die will man dann vielleicht gar nicht öffnen, wenn man da so ein Geschenk mit dem Zapdos, mit dem Teamwappen von Team Instinct erhält. Egal, sehen wir uns das einfach im Hintergrund weiter an. Lassen wir uns von den Eindrücken berieseln, während ich über... Oh mein Gott, ich sehe gerade noch ein Bild von den Pokestops. Boah, wie krass das da war. Okay, kommen wir zu dem Projekt Niantic Live 2020. Das Live hat nicht unbedingt etwas mit einem Livestream oder so zu bedeuten, zu tun, sondern Live-Events sind eben solche Dinge wie eine Safari-Zone oder ein Pokémon Go-Fest. Und jetzt ist das in Sentosa. Wir hatten die Safari-Zone in Dortmund und in Yokosuka. Dieses Jahr ist es eben Pokémon Go-Fest in Dortmund. Und um Niantic dabei zu helfen, Orte zu finden, wo zukünftig solche Ereignisse stattfinden könnten, sind die Spieler nun dazu aufgerufen, Niantic gute Vorschläge zu liefern. Und zwar gibt es auf der offiziellen Website nianticlabs.com/nianticlive2020 ein Formular dafür, wo man zum Beispiel eintragen kann, City,
Wien. Also vielleicht Vienna machen wir. Dann Parkname. Muss man überlegen. Dazu komme ich gleich. Es gibt nämlich ein paar Anforderungen. Wie groß das ist, der Park. Und vielleicht ein Link, ein Hyperlink, eine URL zu einer Karte. Google Maps oder was auch immer. In Wien zum Beispiel, der Stadtpark, dürfte die Kriterien eher nicht so erfüllen. Dafür aber zum Beispiel die Donauinsel. Das berühmte Donauinselfest. Und da sind auch andere Events mit fetten Bühnen. Da ist schon eher der Platz für sowas zum Beispiel. Denn die Kriterien, ich weiß nicht, soll ich die übersetzen? Ja, das machen wir schon, oder? Ist es ein großer, schöner Park mit mindestens 50 bis 100 oder mehr Acre? Ein Acre ist umgerechnet in etwa 4046,9 Quadratmeter. Also, das hört sich schon relativ viel an. Dann ist der Park relativ zentral gelegen oder eher weit außerhalb? Gibt es dort oder sind dort Festivals im Allgemeinen erlaubt? Haben dort zum Beispiel schon mal welche in der Vergangenheit stattgefunden? Ist es ein sicheres Gebiet? Bedeutet irgendwo, keine Ahnung, wo man eine Schlucht runterfallen kann oder im Meer ertrinken kann? Vielleicht sowas stelle ich mir vor, keine Ahnung, was soll denn ansonsten unsicher sein? Gibt es eine gute Netzanbindung? Hat man dort eventuell vielleicht sogar WLAN in diesem Park? Dann gibt es dort Termine, wo man ein solches Event veranstalten könnte? Also man sieht schon anhand dieser Punkte ein wenig. Niantic möchte, dass man mit seiner lokalen Community da zusammenarbeitet und vielleicht solche Dinge sogar nachfragt. Gäbe es da irgendwann für 2020 eben, Mai, Juni, Juli, August, irgendwann freie Termine, um sowas zu veranstalten? Gibt es in der Nähe Hotels? Ist die öffentliche Verkehrsanbindung gut? Wie ist die Pokémon Go Community im Allgemeinen in dieser Stadt? Wie viele Points of Interest hat man dort? Also Pokestops, Portale, Arenen und solche Geschichten. Gibt es schöne Architektur, historische Gebäude oder interessante Gebiete im Allgemeinen, tourismusmäßig? Könnten normale Parkbesucher, die nicht Pokémon Go spielen, dort trotzdem noch in den Park, während das Event läuft? Kann man dort parken in der Nähe des Parks, also mit dem Auto für die Anreise zum Beispiel? Was ist so das typische Wetter im Zeitraum, also so im Sommer in diesem Park? Und all solche Geschichten. Ich denke, man merkt schon im Allgemeinen, worauf Niantic hier Wert legt. Und man sieht es natürlich auch bei den momentanen Parks und so. Natürlich kann man da keinen Mini-Park nehmen, wo 100 Leute reinpassen, wo man nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt, der nachts vielleicht sogar geschlossen ist und all solche Geschichten. Ja, und wenn man wirklich was gefunden hat und meint, hey Niantic, seid ihr blind, warum habt ihr daran noch nicht gedacht? Wie gesagt, auf die Website gehen und dort das Formular ausfüllen. Und Bonuspunkte gibt es offenbar, wenn man auf Social Media, namentlich genannt werden hier Twitter und Instagram, wenn man da irgendwas postet oder auch ein Video macht, wo man vielleicht den Park sogar vorstellt, also wie ein Werbevideo für die eigene Stadt, für den eigenen Park mit dem Hashtag NianticLive2020. Und mit etwas Glück kommt dann eventuell sogar eine zukünftige Safari-Zone in die gewünschte Stadt. Dann wollte ich jetzt noch eine Sache zum Eisspektakel momentan sagen. Und zwar habe ich erwähnt, die Feldforschungen werde ich vermutlich fast immer löschen, denn mit dem Eierausbrüten, das geht sich nie so ganz aus. Aber nach einem, naja, eigentlich schon zwei fast, kompletten Tagen Spielzeit, kann ich jetzt sagen, ich habe doch häufig die Haarspiror-Quest gemacht, brüte ein Ei aus. Die unendliche Brutmaschine, wenn die zum Beispiel so ist, dass das Ei, keine Ahnung, sagen wir 500 von 1000 Metern hat, dann nehme ich noch eine gekaufte Brutmaschine, die bringt das Ganze auf 0,7 runter, ein zweites Ei. Dann habe ich ein Ei, welches in 500 Metern aufgeht. Eines in 700 Metern, dann aktualisieren sich die zum Beispiel und wir sind bei 200 Meter bis zum Schlüpfen, 500 Meter bis zum Schlüpfen und dann nochmal eine unendliche Brutmaschine, dann habe ich 200, 500 und 700. Und so kann man es eigentlich mit der kostenlosen Brutmaschine und mit zwei gekauften immer schaffen, dass nach fast jeder Aktualisierung so in etwa ein Ei aufgeht. Und wenn ich immer genügend Pokestops drehe und bis dahin schon ein, zwei oder dreimal die Quest habe, brüte ein Ei aus, dann klappt das auch mit Haarspiror. Aber ich werde ganz bestimmt nicht wie ein Verrückter rumlaufen und permanent 5 Eier parallel oder sogar 9 ausbrüten. Das ist mir dann doch
zu viel, also das kostet zu viele Brutmaschinen, weil es wirklich so viele Zweiereier gibt. Aber ansonsten, genau. Also, das war alles, was ich heute mal loswerden wollte. Ich bin noch immer überwältigt von den Eindrücken in Sentosa oder aus Sentosa. Ich fühle mich fast so ein bisschen, als wäre ich auch dort gewesen, denn die Sonne hat heute schon ordentlich runtergebrannt und kurze Hose, kurzes Shirt. Ja, ich mag das Wetter momentan. Ansonsten würde ich mal sagen, 1000 Dank nochmal an Andy und Wolfi. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.